Kamera ins Gesicht halte, so, ja. Ja, dann hat man ja keine Wahl mehr, das ist ja ein bisschen blöd dann. Mit oder ohne Maske? Wie du willst. Das verstehe ich beides mir nicht. Doch nicht. Ach ja. So. Okay. Kannst du uns aber auch Fragen stellen einfach? Ja, vielleicht kriege ich ja Fragen gestellt gleich. Okay. Ja, also erzähl mal. So. Hi Leute. Wie ihr wahrscheinlich erkennt, spielen wir das Fallout-Spiel nach. Ne? Bauen alles. Waffen, Comics, alles. Wie gesagt, und wenn ihr gerade Fragen habt, schreibt es jetzt und wir können die euch gerne beantworten. Genau, so wie gesagt, funktioniert das ja. Ja, also wie zum Beispiel, also ich bin nicht lange dabei. Muss ich sagen, ich habe letztes Jahr damit angefangen, die beiden haben mich damit infiziert. Wortwörtlich. Ja. Also wie lange bist du jetzt dabei, wenn du sagst, du bist noch nicht so lange dabei? Ich habe letztes Jahr erst so im Oktober. Ja. Ich war mal bei einer Con dabei, aber es war halt nur einmal und dann halt... So ein Dreivierteljahr jetzt. Ja. Weil ich dachte, echt, ich wollte mich rantasten. Ja. Aber wie man sieht, hat es gut funktioniert. Funktioniert ja ganz gut, ja. Ja, genau. Und wir machen das seit 2011. Also so ungefähr. Exzessiv so seit 3-4 Jahren jetzt. Okay. Mit Ausstellen und. Also Aussteller sind wir jetzt, glaube ich, das fünfte Mal. Ja. Ja, das fünfte Mal. Ich wollte gerade fragen, wie oft ihr da so unterwegs seid, dann wie oft ihr so eine Messe macht, so ein Messebesuch. Also maximal Aussteller sind wir eigentlich zweimal im Jahr ungefähr. Aber auf Messen so kleinere wie die Konichi zum Beispiel, da sind wir dann eigentlich auch fast immer. Also besuchen eher mehr als ausstellen. Weil man muss natürlich auch immer Zeit und Urlaub und viel Zeit investieren. Ja. Das ist euer Hobby. Ja. Andere haben Fußball oder Shopping, whatsoever, wir haben das hier. Ja. Nee, aber wie gesagt, kannst du ja mal drauf zeigen, alles was wir hier haben, wurde selbst gebaut von ihm. Also es ist alles komplett mit Laser, Soundeffects, andere. Also das kann ich jetzt mal gerade zeigen. Der kann nichts, außer schön aussehen. Der kann nichts aussehen. Da ist nicht genug Platz drin. Ja. Das meine ich. Einmal, der Stand schaut echt gut aus, also dass der Stand gut aussieht. Und dann, wie lange dauert es, ein solches Modell zu bauen? Das sieht sehr aufwendig aus. Das kommt immer ganz drauf an. Also es kommt auf die Größe drauf an. Wir haben hier zum Beispiel, ich würde schätzen, 4 Wochen für den rohen Bau an sich. Und dann nochmal Elektronik, vielleicht nochmal eine Woche drauf. Ja. Um den Dreh. Ist 4 Wochen für das Äußere quasi, oder? Also ungefähr so zwischen 300, 400 Stunden circa. Ja. Kann man immer schwer sagen. Circa. Ein Modell jetzt? Ja. Okay. Genau. Das ist natürlich schon enorm. Weil man muss halt auch erst überlegen, bevor man anfängt, wie man was macht. Ja. Ja, zum Beispiel die hier, da waren wir weltweit die ersten, die sie gebaut hatten. Da war der DLC erst 2 Wochen auf dem Markt und da habe ich die gesehen, fand die klasse und dann haben wir die halt gebaut und da haben wir auch 350 Stunden, wenn ich mich recht erinnere, reingesteckt und ja, leise. Aber jetzt natürlich, das Fallout-Universum kennt, dann weiß man jetzt, was das für eine Waffe ist. Ich weiß es jetzt nicht, was ist das jetzt? Das ist das Tesla-Gewehr. Das Tesla-Gewehr? Ja. Das ist eine Dartgun. Die
verschießt Pfeile. Vergiftete Pfeile. Vergiftete Pfeile. Und das hier ist die Laserpistole. Laserpistole. Und natürlich ganz bekannt in Fallout die Nuka-Cola. Und das Radio ist auch original nachgebaut. Also für einen Fallout-Fan, denke ich, ist ein großer Erkennungswert bei allem, was wir gebaut haben. Ja. Es ist halt immer ganz wichtig für uns, dass es wirklich auch original wie aus dem Spiel aussieht. Also, so nah wie möglich. So nah wie möglich, damit es auch den Wiedererkennungswert hat. Ja. Wie viele Leute macht ihr das jetzt? Zu dritt. Also genau. Ihr drei seid für den Stand jetzt. Ja. Genau. Also, falls ihr das noch nicht gesehen habt, unseren Toto müsst ihr kennenlernen. Wem? Ja. Unseren Toto. Komm mal mit. Ich habe den am ersten Tag, seid ihr damit, glaube ich, rumgefahren. Ja. Das habe ich gesehen. Ja. Das ist unser Toto. Der kann fahren und sprechen und Widerworte geben. Ja, er ist ziemlich frech. Ja. Wie gesagt, der hat sein eigenes Gehirn, alles. Sie war auch gestern in schönen Partymodus. Wo ist sein Hütchen? Wer hat das Hütchen? Da hat sein Hütchen fehlen irgendwie. Das ist weg. Warum sind 30 Liter destilliertes Wasser? 30 Liter destilliertes Wasser? Ja, und ein bisschen gelbe Lebensmittelfarbe, okay, damit das ein bisschen gammelig vergilbt aussieht. Ja. Aber damit es gammelig aussieht, aber nicht wirklich gammelig. Genau. Nee, genau. Ja. Ja, destilliertes Wasser haben wir extra genommen, weil es halt nicht schimmelt, nicht, ja, keine Keime hat und so. Ja. Und wie lange hat der jetzt zum Beispiel gedauert? Erstaunlicherweise nur 6 Wochen. 6 Wochen, ja. Und 6 Wochen, wie viele Stunden dann? Jede freie Minute also nach der Arbeit am Wochenende. Komplette Freizeit 6 Wochen lang. Ja. 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 Wir können auch mal gerade ein kleines Stück mit ihm fahren. Ja, für 1-2 Meter. Ja, und dann können wir auch sprechen lassen. Ja. Wenn ihr das möchtet. Na klar. Knopf hier. Und die stehen dann und quatschen und quatschen und kriegen das nicht mit. Ja. Dann fahre ich halt so nah wie möglich dran, mache einmal den hier und dann machen die Platz. Ja. Ja. Das ist super gut. Deine Mutter sitzt bei Aldi in der Tiefkühltruhe und spuckt Leute an.
Das ist halt auf jeden Fall schon eine coole Sache, gerade auch für so eine Messe. Wenn es die Situation gerade erlaubt, kann man mal ein bisschen rumfahren. Ja. Macht auch riesen Spaß. Man kommt heute sehr, sehr gut erschrecken damit. Ja. Wir erwarten keine Hupe, kein Gequatsche, kein nichts. Deswegen also, wenn man die Gesichter aufnehmen könnte, immer, das wäre... Ja, das kommt noch, Ja, sehr cool. Danke für die Vorführung. Gerne. Ich würde das dann so machen. Ich kann euch das auch nochmal komplett schneiden, dann könnt ihr das dann verwenden. Ja, das wäre sehr gut. Ja. Aber ich komme später nochmal rum mit, dann gebe ich euch, oder ich kann das jetzt schon mal machen. Ja, perfekt, danke schön. Ja. Also ich mache das dann als Highlight, quasi euren Stand. Gerne, gerne. Was ist hier schon wieder los? Die verschenken sich hier gerade miteinander. Ja gut. Dankeschön. Dann viel Spaß noch. Ja, sehr, sehr cool. Sehr cool. Hi. Was ich vergessen habe, euch natürlich zu erwähnen, ja, wo man euch findet. Also, ja, das ist jetzt. Ja. Das kann man vielleicht auch nochmal posten hier. Dankeschön. Danke.